Heute Herausgeberin Eva Dichand und Geschäftsführer Wolfgang Jansky haben zum 10. Geburtstag ihrer Gratiszeitung ein ganz besonderes Geschenk bekommen. Die Jungjournalisten von Dossier haben jetzt die Aufdeckerserie Im Netz der Gratiszeitung veröffentlicht. Akribisch sezieren sie darin die Machenschaften und politischen Verknüpfungen bei heute. Wir haben Chefredakteur Florian Skrabal im Dossier-Hauptquartier besucht. Also die Recherche zum Im Netz der Gratis-Tageszeitung, wie wir die Artikelserie nennen, hat eigentlich schon begonnen im Jahr 2009. Das heißt, die läuft jetzt schon 5 Jahre. Sie hat begonnen, dass ich allein zuerst recherchiert habe, und ab dem Sommer 2012, wo sich die Dossier-Gründungsmitglieder gefunden haben, ist es dann auch eine Teamrecherche geworden. Da stecken also Jahre Recherche drinnen. Hunderte Stunden Arbeit ins Ratezählen, in der Bibliothek, am Handelsgericht, die ganzen Firmenbuchauszüge besorgen, ungefähr 3 Dutzend ehemalige Mitarbeiterinnen der Gratiszeitung, aber auch stadteigener Unternehmen halt aus dem Netz, wie wir es nennen, zu treffen, mit ihnen zu sprechen. Das war sehr interessant, sehr spannend, weil wir vor allem auch gesehen haben, dass die meisten Menschen, also der überwiegende Teil der Menschen, die hier auch eine Rolle gespielt haben, eigentlich nicht zitiert werden wollen, also unter dem Mantel der Anonymität eigentlich sprechen wollen mit uns, was wiederum zeigt, dass quasi hier doch auch Angst besteht vor der politischen und medialen Macht, die die Gegenseite hat. Und im Endeffekt geht es quasi darum, aufzuzeigen, welche Fragen offen und ungeklärt sind. Das Medientransparenzgesetz hat aber genauso noch immer Lücken, also Schwächen auch, weil gewisse Dinge, zum Beispiel Beilagen, die nicht öfter als 3-mal im Jahr erscheinen, sind gar nicht erfasst davon. Das heißt, eine zentrale Schwäche ist, man sieht nicht genau gegenübergestellt in dem Gesetz quasi Geldfluss und Leistung. Man sieht zwar die gesamte Summe, also von Institution A fließen so und so viele Millionen an Zeitung B, aber man sieht nicht, welche Leistung dem gegenübersteht. Das heißt, man sieht nicht, wenn man zum Beispiel, wenn eine politische Organisation oder ein Ministerium 100.000 Euro in heute schaltet, sieht man die 100.000 Euro, man sieht aber nicht, wurden dafür ein Inserat, 10 Inserate, 100 Inserate, was wurde dafür eigentlich gekauft, welche Leistung hat man bekommen dafür. Eva Dichand und auch die gesamte Heute-Redaktion, also Heute ist eine gut gemachte Gratiszeitung. Heute das Geschäftsmodell funktioniert. Ich glaube, Frau Eva Dichand ist eine hervorragende Zeitungsmacherin. Man hat das ja auch vor einer Woche gesehen, wie viel Prominenz aus Politik und Wirtschaft sich beim 10-Jahres-Fest eingefunden hat. Natürlich wäre es toll, wenn wir mal ein Interview führen könnten und auch vielleicht die Fragen dann quasi noch einmal stellen könnten. Und natürlich würden wir gerne Antworten bekommen. Darüber hinaus, abgesehen von E-Mail-Verkehr, gab es die Klagsdrohungen. Damals, als wir im Oktober 2012 das erste Mal zu dem Themenbereich veröffentlicht haben, nur noch jetzt wieder. Ja, aber bisher ist noch keine Klage bei uns eingetroffen.